Heute wollen wir uns mal anschauen, wie Knieschmerzen im Jugendalter zustande kommen können und welche Möglichkeiten es gibt, diese dann auch wieder loszuwerden. Herzlich willkommen bei Online Physiotherapie. Im Kindes- und Jugendalter sind unsere Knochen noch recht weich, damit sie schön wachsen können. Das Problem dabei ist aber, dass wenn auf weichen Knochen starke Belastung kommt, dann kann das zu Problemen führen. Und oft haben Kinder oder Jugendliche, die viel Sport treiben, also gerade Laufsportarten mit Sprints oder Fußball oder auch Sportarten, in denen viel gesprungen wird, die haben einen Knieschmerz, der hier auftritt unterhalb der Kniescheibe. Also ich muss es mal so machen. Also unterhalb der Kniescheibe, da spürt ihr, das ist sozusagen die obere Kante vom Schienbein und da spürt ihr so eine kleine Erhöhung, so einen kleinen Huppel. Das Ding nennt sich Tuberositas tibiae und da ist der Ansatzpunkt von unserem großen Oberschenkelmuskel, also der Muskel, der unser Knie streckt, oder beim Fußball zum Beispiel einen Schuss macht, der aber vor allen Dingen verhindert, dass wir im Stand zusammenbrechen. Ja, der hält uns aufrecht. Der federt uns ab, wenn wir springen zum Beispiel und dann wieder landen. Und jetzt kann es eben sein, dass wenn da viel Zugbelastung draufkommt und der Muskel, der kann viel Zugbelastung machen, weil er einfach sehr kräftig ist, dann trifft diese hohe Zugbelastung auf eine Struktur, die halt eben noch relativ weich ist und die dieser Zugbelastung nicht standhalten kann. Das führt dann zu Entzündungen, zu Reizungen. Man kann manchmal bei den Jugendlichen sogar eine kleine Erhöhung tasten, also im Seitenvergleich am besten mal gucken, weil ein bisschen Erhöhung vom Knochen ist ja da, aber das ist dann eher eine Schwellung, die dann noch zu finden ist, aber auch nicht immer. Aber sehr typisch ist einfach der Schmerz genau an der Stelle, den kann man da ziemlich gut lokalisieren. Man darf das Ganze nicht verwechseln mit dem Patellaspitzensyndrom, das ist eher der Schmerz, der an der Spitze von der Kniescheibe stattfindet. Da haben wir übrigens ein schönes Video dazu, das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Das verlinke ich euch einfach unten in der Videobeschreibung. Was kann man jetzt also tun, wenn man hier Beschwerden hat in dem Bereich? Das möchte ich euch jetzt einfach mal mit drei Übungen zeigen. Bei der ersten Übung geht es darum, den entzündeten Bereich besser zu durchbluten und das machen wir durch eine Drucktechnik. Ihr müsst euch diesen Punkt suchen, wenn er weh tut. Meistens tut er weh, dann habt ihr den auch schnell gefunden. Trotzdem erkläre ich nochmal ganz kurz. Ihr fahrt praktisch an eurem Schienbein hoch und runter und dann merkt ihr, am Ende des Schienbeins kommt so eine Knochenerhöhung und wenn man da drüber rausrutscht, dann geht es erst wieder ein bisschen in die Tiefe und noch ein Stückchen höher ist dann die Kniescheibe. Jetzt stellt ihr euch einfach vor, der Muskel, der Oberschenkelmuskel, der läuft über die Kniescheibe und geht in diesen Knochenvorsprung rein. Ich kann euch das hier nochmal an dem Skelett auch zeigen. Also an diesem Knochenvorsprung, da wächst der Muskel mit seiner Sehne rein, wie eine U-Bahn, die praktisch im Tunnel verschwindet, so verschwindet die Sehne in diesem Knochen drin. Und genau so drücken wir da auch drauf. Wir wollen nämlich von der Idee her die Sehne noch weiter in den Knochen reindrücken. Also das heißt, du nimmst deinen Daumen, rutscht jetzt von oben über die Kniescheibe kommend, bis dieser Huppel kommt. Erst kommt eine Tiefvertiefung. Dann kommt der Huppel, ja, und da drückst du jetzt von oben mit deinem Daumen, warte mal, guck, von oben mit deinem Daumen so in Fahrtrichtung sozusagen der Sehne und rutscht dann nicht drüber, du bleibst an diesem Punkt und erzeugst einen Druck, als wolltest du da die Sehne noch weiter in den Knochen drücken. Und das musst du 2 Minuten durchhalten und wenn dir das zu anstrengend ist, dann nimmst du einfach deinen anderen Daumen und der drückt auf den Daumen oben drauf, genauso, bleib auf dem Punkt, da wo es weh tut und da drückst du drauf. Ja, versuch's durchzuhalten, 1 bis 2 Minuten auf jeden Fall. Und wenn du das geschafft hast, dann nimmst du den kleinen Eiswürfel, den hast du vielleicht vorher schon vorbereitet. Nimmst du so ein, ich habe hier so ein Eisstückchen, den nimmst du, hoppa, haut schon ab. Dann nimmst du dir hier so ein Papierchen, damit du es besser halten kannst. Schön. Und mit dem reibst du da, gerade wo du eben gedrückt hast, reibst du jetzt die Stelle ein. Ja, immer so schön kreisen. Genau. Und das machst du so circa 30 Sekunden. Und auch dadurch wird einfach die Durchblutung im Gewebe verbessert. Es kommen
Regenerationsprozesse in Gang, die dann diese Entzündung beseitigen sollen. Genau. Okay. Lass es mir wieder geben. Kannst ein bisschen abtrocknen. So. Wenn die 30 Sekunden um sind, kannst du auch nochmal mit dem Druck wiederholen und danach nochmal Eis. Das darfst du ruhig 2-3 Mal machen. Und gerne auch mehrmals am Tag. 3-4 Mal ist kein Problem. Dann wollen wir eine Dehnung machen für den Oberschenkelmuskel, weil das ist ja immerhin der Muskel, der da feste dran zieht und der soll in seiner Spannung reduziert werden, damit eben auch die Zugbelastung nicht mehr so groß ist. Und das machen wir so. Steig mal ab von dem Klotz. Den lege ich dir gerade hier neben dran und jetzt gehst du mal in den Einbeinkniestand und musst gerade umtauschen die Beine. So, weil das Bein, was gedehnt werden soll, auf dem musst du knien. Okay, da kannst du dich gut halten. Zu Hause, ihr nehmt einfach einen Hocker. Und jetzt fasst du mit deiner Hand hinten an den Fuß, ziehst den Fuß hinten hoch und verlagerst dein Gewicht ein bisschen nach vorne aufs vordere Bein. Achte darauf, dass du hier hinten kein Hohlkreuz hast, sonst bekommst du hier vorne keine Spannung. Das kannst du auch machen, indem du die Pobacken ein bisschen zusammenkneifst. Mach mal. Und dann müsste eigentlich hier vorne Spannung entstehen. Ja? Diese Spannung musst du auch wieder 2 Minuten halten. Und die darf schon auch intensiv sein. Wenn die ganze Sache nicht funktioniert, weil dir das da unten am Knie jetzt wehtut, wenn du drauf kniest, dann mach die Dehnung im Stand. Dazu kann ich auch nochmal das Video empfehlen zum Patellaspitzensyndrom. Da siehst du, wie diese Dehnung im Stand gemacht wird. Genau. 2 Minuten, wie gesagt, dehnen. Und auch hier könnt ihr ruhig jeden Tag machen. Okay. Und als letzte Übung machen wir noch eine kleine Stabilisation für die Muskulatur. Dazu legst du dich einfach mal auf den Rücken. Ich mach das mal weg. Das machen wir auch weg. So. Genau. Okay, jetzt Füße schön nebeneinander stellen. Drück die Fersen in die Matte und zieh die Fußspitzen ein bisschen hoch. Und dann hebst du dein Becken ab. Ja, sehr gut. Achte drauf auch hier, dass du kein Hohlkreuz bekommst. Das soll nachher Oberschenkel, Oberkörper soll eine Linie bilden. Komm noch ein bisschen höher. Genau, so. Und wenn du diese Position hast, gehst du mit deinem gesunden Bein vom Boden weg. Heb das einfach mal ein bisschen ab. Versuch das hier 2-3 Sekunden zu stabilisieren und stell es wieder ab. Korrigieren und gleich nochmal. 2-3 Sekunden, immer so bis 3 zählen und wieder abstellen. Becken hoch, immer oben bleiben. Und das machst du 12 bis 15 Mal. Ja? Also 12 bis 15 Wiederholungen, dann kurze Pause und insgesamt 3 Sätze. Nochmal. Abheben, schön oben bleiben, abstellen. Nochmal. Genau. Das waren schon unsere 3 Übungen zum jugendlichen Knieschmerz, Morbus Osgood Schlatter. Man kann auch noch ein schönes Tape machen am Knie, aber wie das gemacht wird, das zeige ich euch in einem separaten Video. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert am besten unseren Kanal. Und wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns dafür auch einen Daumen nach oben gebt.